Dr. Schäfskes, wissen Sie noch, wie viel Geld Sie im Becher hatten? Es waren so ungefähr 5 Euro. Die junge Dame hat mir 5 Euro gespendet. Also es müssen 10 Euro gewesen sein. Sie waren es gewesen und wollen mir das jetzt in die Schuhe schieben? Woher wollen Sie es denn gewusst haben, dass Herr Schäfskes um die 10 Euro hatte im Becher, Herr Stein? Keine Ahnung. Ach, Herr Stein, das ist Täterwissen. Das kann nur der Dieb gewusst haben, der sich das Geld aus dem Becher vom Herrn Schäfskes herausgenommen hat. Ja, okay, ich habe das Geld genommen, aber mit dem Rest habe ich wirklich nichts zu tun. Alfie, wirklich, es tut mir leid. Till, dass du einen armen, betrunkenen Mann das Geld stiehlst. Wie tief bist du gesunken? Ich gebe dir das wieder. Wir sind doch Freunde. Komm schon. Wissen Sie was? Ich glaube dem Herrn Stein, dass er nur das Geld genommen hat, weil es eine günstige Gelegenheit gewesen ist. Herr Dr. Schäfskes, mit Ihrer Aussage habe ich Probleme. Ich finde das sehr merkwürdig, dass Sie sich an so wahnsinnig viele Einzelheiten erinnern können. Sie wissen noch, was sie Ihnen gegeben hat. 5 Euro, Sie wissen, dass vorher etwa 5 Euro drin war. Das erinnern Sie alles ganz genau. Aber dann können Sie überhaupt nichts dazu sagen, wer Sie da zusammengeschlagen und zusammengetreten hat, obwohl Sie die Person gesehen haben? Finde ich merkwürdig. Und? Was soll das? Sie wollen sich nicht daran erinnern, wer Sie zusammengeschlagen hat. Kann das sein? Ich weiß aber nur nicht, warum das so ist. Sie wollen die Angeklagte schützen. Warum? Warum? Hat sie Ihnen Geld bezahlt? Hat sie Ihnen Geld versprochen? Ich will Sie nicht schützen. Ich kenne Sie gar nicht. Warum soll mich ein völlig fremder Mann beschützen? Hier, Knete, natürlich. Ich bin nicht so sicher, ob die beiden sich nicht wirklich nicht kennen. Sie haben schon bei der Polizei und dann im Krankenhaus gesagt, dass Sie weder zu einer weiteren polizeilichen Vernehmung kommen werden, noch auch zu Gericht kommen wollen. Warum? Wenn Sie in der Domplatte ewig von Polizisten vom einen Platz zum anderen gejagt werden, nur gescheucht werden. Ich mag diese Herren in Uniform nicht. Bei Gerichten ist das nicht anders. Na, dann danke ich Ihnen schon mal, dass Sie nahezu freiwillig hierher gekommen sind. Nochmal, Herr Dr. Schäfskes, die Frage war ganz konkret. Kennen Sie die Angeklagte? Nein, wie oft soll ich das noch sagen? Ich kenne den Mann nicht. Schauen Sie sich den doch mal an. Und dann mich. Also wirklich. Frau von Steleberg, man sieht nur mit dem Herzen gut. Also da von diesen Äußerlichkeiten auf irgendetwas. Ja, das ist so, Frau Vorsitzende. Von den Äußerlichkeiten auf irgendwas zu schließen, wäre jedenfalls in Ihrem Fall ein Fehler. Vielleicht auch nicht. Ich finde es aber sehr interessant, dass Ihr Noch-Ehemann mir eine ganze Menge Einzelheiten über Sie erzählt hat. Sie waren völlig unaufrichtig ihm gegenüber, was Ihre Herkunft antrifft, was Ihren Hintergrund antrifft. Sie kommen nicht aus einem reichen, guten Hause, so wie Sie ihm das gegenüber dargestellt haben, zu Beginn Ihrer Ehe. Ich denke, dazu kann uns Herr von Steleberg mehr sagen. Sehr gerne. Ja, dann habe ich ja ihretwegen geladen. Noch Fragen jetzt hier zunächst an Herrn Dr. Schäfskes. Nein, vorerst nicht. Herr von Steleberg, bitte. Bleibt unvereidigt. Nehmen Sie, seien Sie so nett, Ihren Ausweis wieder mit. Den werden Sie dringend brauchen. Ich weiß nicht, was das jetzt noch bringen soll. Keine Ahnung. Es tut so weh, ihn zu sehen. Nehmen Sie Platz, Herr von Steleberg. Steleberg. Wobei bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie, und wenn man das nicht tut, macht man sich strafbar. Ihr Vorname ist Bernhard Josef Theodor, wirklich alle drei, mit Bindestrich. Sie sind 45 Jahre alt und wohnen in Köln. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Wirtschaftsprüfer. Sie sind der Ehemann der Angeklagten und leben momentan im Scheidungsverfahren, aber das hat keine Auswirkungen auf ein Zeugnisverweigerungsrecht. Das bleibt Ihnen auch sogar nach der Scheidung erhalten. Das heißt, Sie können aussagen oder schweigen. Das ist Ihre Entscheidung. Wollen Sie aussagen? Ich möchte aussagen. Herr von Steleberg, Ihrer Frau wird vorgeworfen, am 4. Januar 2012 in Köln am Hauptbahnhof auf den Obdachlosen Dr. Alfred Schäfskes eingeschlagen und eingetreten zu haben. Und das werden Sie wissen, oder? Ja, aber das kann ich immer noch nicht so recht glauben. Die Staatsanwaltschaft hat beantragt, Sie als Zeugen zu laden, weil Sie uns etwas über das Verhalten Ihrer Ehefrau und daraus vielleicht Rückschlüsse auf das Verhalten von ihr gegenüber Herrn Dr. Schäfskes sagen könnten. Sie beide waren jedenfalls an dem Tag in der Familienrechtskanzlei am Kölner Hauptbahnhof verabredet. Das ist richtig. Wir hatten einen Termin bei unseren Scheidungsanwälten, um den Ablauf der Scheidung zu besprechen. Charlotte war allerdings an diesem Tag total abweisend, war überhaupt nicht bei der Sache und ich war schon der Meinung, sie nimmt die ganze Sache gar nicht so richtig ernst. Bernhard, ich habe noch nie etwas so ernst genommen wie uns beide. Und als dann auch die Polizei kam,
und sie mitnehmen wollte, sie widerspruchslos mitgegangen ist, ohne jegliche Erklärung, ohne Fragen zu stellen, auch ohne mich aufzuklären, kam ich mir vor wie der letzte Depp. Ich wollte dir einfach eine riesengroße Szene ersparen. Das werden Sie einmal in Ihrem Leben widerspruchslos irgendwo mitgegangen. Also ihm gegenüber haben Sie jedenfalls Widersprüche en masse gemacht. Gegenüber der Polizei nicht, weil Sie wussten, die haben die Richtige erwischt. Das Verhalten kann auch eine ganz andere Erklärung haben, Herr Staatsanwalt. Ja, Herr Psychologe. Diese Einseitigkeit, Herr von Steliberg, haben Sie oder meine Mandantin die Scheidung eingereicht? Ich habe die Scheidung eingereicht. Eben. Meine Mandantin war wegen der Scheidung durch den Wind und war deswegen natürlich unkonzentriert und natürlich auch ein wenig abweisend. Ist doch ganz klar. Weil sie liebt sie noch immer. Und vermutlich tut sie die gesamte Scheidung und die ganzen Scheidungsverhandlungen nicht so gut verkraften wie sie. Sie ist da halt wesentlich emotionaler als sie. Mir blutet das Herz. Lass mir doch mal die Emotionen weg und nenn das Lügen. Lügen kann die Dame nämlich sehr gut. Können Sie diesen Vorwurf etwas bebildern? Ja, das Einzige, was Charlotte wirklich interessiert, ist mein Vermögen und der entsprechende Lebensstil, den ich hier damit ermögliche. Das gehört jetzt nicht hierhin. Ach, das lassen Sie schon dann mal unsere Sorge sein, Frau von Steliberg. Und Sie sagen uns einfach, in welchem Bereich oder Bereichen Ihre damalige oder Ihre Ehefrau noch Ehefrau lügt. Charlotte hat behauptet, sie werde in wohlhabendem Hause aufgewachsen, hätte ein Privatinternat besucht, hätte eine Privatuniversität absolviert und das Hotel, in dem wir uns seinerzeit kennengelernt haben, als Managerin betrieben. Das ist von vorn bis hinten erstunken und erlogen. Bernhard, ich habe nicht gelogen. Aber Sie scheinen es ja erst mal geglaubt zu haben. Sicher, zunächst hatte ich auch keinerlei Zweifel an Ihren Aussagen, bis ich dann merkte, dass wirklich alles von Anfang an bis von A bis Z nur erstunken und erlogen ist. Das ist die niederträchtigste Person, die mir in dem Punkt je unter die Augen gekommen ist. Das Einzige, was sie interessiert, ist wirklich einen entsprechenden Lebenswandel zu führen und den ich ihr durch mein Vermögen ermöglichen kann. Das kann auch ein Ziel sein. Nein. Haben Sie ihn belogen oder haben Sie nicht belogen? Nein, ich habe ihn nicht belogen. Bernhard, als ich dich in dem Hotel kennengelernt habe, ich habe mich sofort in dich verliebt, das musst du mir glauben. Aber mir war auch sofort klar, dass es dir total wichtig war, dass deine zukünftige Frau auch wohlhabend und reich ist. Also haben Sie es eben doch erst mal behauptet. Ich nenne das Lüge. Und jetzt hätte ich gerne was gehört zu Ihrer wirklichen Vergangenheit. Denn ich bin überzeugt davon, der Herr Dr. Schäfkes, der gehört irgendwie dazu. Erzählen Sie uns bitte das, was Sie wissen. Was ist die wahre Vergangenheit Ihrer Ehefrau? Deshalb haben wir Sie ja laden lassen. Die Vergangenheit ist recht einfach. Charlotte ist ein Heimkind. Ihr Vater war ein Knacki. Die Mutter hat sie deshalb irgendwann in sein Heim verfrachtet, sich nie mehr um sie gekümmert. Und ihr angeblicher Managerjob in dem Hotel, in dem wir uns kennengelernt haben, entpuppt sich als ein Zimmermädchen. Sie war dort nur ein Zimmermädchen. Was heißt denn hier nur? Mir hat mein Job Spaß gemacht. Aber als ich dich in dem Hotel kennengelernt habe, habe ich mich gleich in dich verliebt. Mir war aber von vornherein klar, dass deine zukünftige Frau auch wohlhabend sein muss. Charlotte, ist doch wohl klar. Wenn ich als wohlhabender Mann dastehe, dass ich das Gleiche von meiner Partnerin auch erwarten kann, dass sie auch einen gewissen Wohlstand mitbringt und mich nicht von vorne bis hinten niederträchtig belügt und hintergeht. Hätte ich dir alles erzählt, du hättest unserer Liebe nie eine Chance gegeben. Charlotte, du bist die niederträchtigste Frau, die mir je untergekommen ist. Du bist von Anfang an eine Mogelpackung. Und es würde mich auch überhaupt nicht wundern, wenn du den armen Kerl da hinten wirklich verprügelt hättest. Oh, ich sie. Wieso? Ist die Angeklagte Ihnen gegenüber mal gewalttätig geworden? Oder sonst jemand? Gewalttätig nicht, aber ihr Vater war ja schließlich auch ein Knacki. Und der Apfel fällt bekanntlich nicht weit vom Stamm. Du hast doch überhaupt keine Ahnung. Mein Vater hat sich im Gefängnis das Leben genommen, als ich gerade 16 Jahre alt war. Meine Mutter hat mich in ein Heim abgeschoben. Sie kam damit nicht mehr klar. Und du verurteilst mich wegen meines Vaters? Ich kann Ihnen versichern, dass Ihre Ex-Frau mich nicht zusammengeschlagen hat. Im Gegenteil, sie hat mir noch Geld gegeben. Kein Wunder, das war ja schließlich mein Geld, was sie ausgegeben hat. Das ist eine freundliche Frau. Das habe ich sofort gemerkt. Ich gehe nach wie vor davon aus, dass Dr. Schäfkes von Herrn Till Stein nicht nur ausgeraubt, sondern auch verprügelt wurde. Dann hören wir doch mal bitte die Zeugin Born uns an, denn die wird ja ihre Mandantin belassen und den Herrn Stein entlasten. Mal gucken, wovon sie dann ausgehen können. Noch Fragen an Herrn von Steliberg? Jasmin Born, bitte. Herr von Steliberg, nehmen Sie bitte hinten Platz. Zeugin bleibt unvereidigt. Frau Born, nehmen Sie Platz. Oh nee. Sie wissen aber schon, dass wir hier neben Zoo sind. Ja, sorry. Ich habe keinen Babysitter für Charlie gefunden. Kann er nicht während der Verhandlung bei mir bleiben? Bleibt er bei Ihnen? Ja. Weil der Herrscher ist nicht da und ich möchte einfach nicht, dass er hier flitzen geht, ne? Nee.
Also bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie, wenn man das nicht tut, macht man sich strafbar. 55, man kann immer dann schweigen, wenn man sich bei wahrheitsgemäßer Aussage selber einer Straftat bezichtigen müsste. Frau Born, Ihr Vorname ist Jasmin, Sie sind 19. Wo wohnen Sie? Nirgendwo so wirklich. Aber ich bin die meiste Zeit in Köln unterwegs. Mhm. Vom Beruf noch irgendwas angefangen? Nee, ich habe auch nichts gelernt. Mit der Angeklagten sind Sie weder verwandt noch verschwägert. Sie haben bei der Polizei ja ausgesagt, Sie hätten die Angeklagte am 4. Januar 2012 in der Nähe des Kölner Hauptbahnhofes so massiv auf jetzt von Herrn Dr. Schäfkes einschlagen und eintreten sehen, dass er ja hinterher ins Krankenhaus gemusst hat. Stimmt das so? War es die Angeklagte, die Sie dabei gesehen haben? Ich weiß nichts. Wie, du weißt nichts? Was ist los? Ich kann Ihnen Ihre polizeiliche Aussage vorhalten. Bei der Polizei haben Sie gesagt, dass Sie die Angeklagte vor der Tat oder bei der Tat beobachtet hätten. Nee, ich habe nichts gesehen. Ja, aber ich muss ja auch nichts sagen, oder? Es gibt doch dieses Zeugenverweigerungsdings da. Ja. Aber wenn man als Zeuge verweigern will, muss man ein gewisses Verwandtschaftsverhältnis haben. Aber Sie haben ein Auskunftsverweigerungsrecht, das habe ich schon mal gesagt. Dann können Sie schweigen, wenn Sie sich bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigen müsste. Nur so ganz einfach schweigen geht nur auch nicht und die Ratte streicheln. Ja? Ich musste schon irgendwie ahnen können, warum Sie sich einer Straftat bezichtigen müssten. Ich weiß aber nichts. Ja, was geht mit dir ab? Hast du sie noch alle? Wie, du hast nichts gesehen? Sorry, Till. Ich bin zur Vernunft gekommen. Ja, dann machen Sie mal was Vernünftiges. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Erinnern Sie meine Eingangsfrage? Ja. Also gut, Glieder hat mir vor der Verhandlung 300 Euro gegeben, damit ich hier sage, sie hat nichts gemacht. Ich hab was? Was soll das denn jetzt? Das ist überhaupt nicht wahr. Und die können Sie auch wieder haben, weil ich kann das nicht. Frau von Steliberg, haben Sie der Zeugin 300 Euro gegeben? Natürlich nicht. Ich weiß nicht, wo sie das Geld her hat. Meinen Sie, ich hol mir mal eben so 300 Euro aus der Tasche und leg sie denen da hin? Woher soll ich denn 300 Euro haben? 300 Euro ist verdammt viel Geld und ich habe ehrlich gesagt auch wirklich lange überlegt, ob ich das behalten soll oder nicht. Kann ich verstehen, Sie sind ehrlich. Das finde ich sehr gut, das ist in der Tat viel Geld, oder? So viel bezahlt man nur, wenn man wirklich was gemacht hat und wenn das nicht rauskommen darf. Jetzt sind wir immerhin, Frau Born, schon wieder bei meiner Eingangsfrage zurück. Was haben Sie am Bahnhof gesehen? Also gut, also ich habe gesehen, dass Dieter zu Alfie gegangen ist und ihm Geld in den Becher getan hat. Und ich habe gesehen, es war ein Schein. Also bin ich auch hingegangen, weil ich sie auch anschnurren wollte. Und als ich dann näher gekommen bin, habe ich gehört, wie sie rumgejammert hat und gesagt hat, Alfred, du bist alles schuld. Und Papa hat sie auch gesagt. Und dann ist sie plötzlich auf Alfie losgegangen und hat angefangen, auf ihn einzuschlagen. Ich habe mich direkt umgedreht und Till gerufen, aber der hatte das schon gesehen und war schon auf dem Weg, sie von ihm runter, also von Alfie runterzuholen. Sie hat ihn also Alfred genannt, Papa mal. Hat der Dr. Schäfke sich irgendwie gewehrt? Nein, er saß da, ist sitzen geblieben und hat sich verhalten, als hätte er es verdient. Er hat sich noch nicht mal geduckt oder geschützt. Er hat gar nichts gemacht. Charlotte, dieser Mann muss dein Vater sein. Der hat sich überhaupt nicht im Knast selbst umgebracht. Das stimmt nicht. Dein Vater. Mein Vater ist tot. Das ist noch eine Lüge. Aber ist ja klar, dass du versuchst, deinen Vater zu schützen, wenn er verleugnest, wenn der ein Obdachloser ist. Aber der Mann muss dein Vater sein. Also das wissen wir noch nicht. Aber eins wissen wir jetzt ganz genau. Sie kennen den Dr. Schäfkes von früher. Sonst hätten Sie ihn ja nicht mit seinem richtigen Vornamen ansprechen können, oder? Ich kenne diesen Mann nicht. Nein. Sie kennen ihn nicht. Ach, können wir nicht konkreter fragen. Woher kennen Sie ihn, Frau von Steliberg? Dieses fiese, miese Schwein hat mein Vater auf dem Gewissen. Auf dem Gewissen? Ich dachte, Ihr Vater hätte Selbstmord begangen. Also wollen Sie sagen, er hätte Ihren Vater dazu getrieben, oder wie? Na los, erzähl doch jetzt die Wahrheit. Ich kann nicht. Alfred war der beste Freund meines Vaters gewesen. Er hat ihn vor über 20 Jahren dazu überredet, eine Spielhalle auszurauben. Er ist das Schuld, dass mein Vater tot ist. Warum haben Sie dazu angestiftet, Herr Dr. Schäfkes?
Ich hatte Probleme mit der Steuer und brauchte Geld. Mein Vater hatte auch Geldprobleme. Wir konnten unsere Wohnung nicht mehr bezahlen. Und dann hat er ihn überredet, diese Spielhalle auszurauben, hat ihm eine Waffe besorgt und bei diesem Überfall ist ein Sicherheitsmann umgebracht worden. Die Polizei ging sofort von Mord aus und mein Vater bekam lebenslänglich. Und du warst zu feige, dich der Polizei zu stellen. Also mit anderen Worten haben wir Herrn Dr. Schäfkes nie zur Rechenschaft gezogen. Verstehen Sie mich? Nein. Mein Vater hat immer gesagt, er hätte alles alleine durchgezogen, um ihn zu beschützen. Selbst mir und meiner Mutter hat er nie was erzählt. Ich wollte gestehen. Dein Vater hat mich davon abgehalten. Spar dir die Spucke. Ich glaub dir überhaupt kein Wort mehr. Ich sollte mich um dich und deine Mutter kümmern. Ach, verarschen kann ich mich alleine. Haben Sie noch versucht, Ihrem verstorbenen Freund dann diesen Wunsch zu erfüllen? Jawohl. Ich habe euch täglich besucht. Ich wollte ihr noch Geld geben. Ich wusste ja, dass ihr noch Schulden habt. Wir mussten in den Plattenbau ziehen, weil wir überhaupt kein Geld mehr hatten. Hat Ihre Mutter alles abgelehnt? Ja, sie wollte nichts davon haben. Sie wollte kein Geld. Und Kontakt wahrscheinlich auch nicht. Nein. Sie wollte mit Ihnen und seinen Freunden, den Freunden Ihres Ehemanns, nicht mehr zu tun haben. Nichts mehr. Als sie dich ans Heim abgegeben hat, da habe ich euch nicht mehr gefunden. Du bist schuld, dass mein Vater sich umgebracht hat. Er hatte am Ende niemanden mehr. Meine Mutter hat sich von ihm scheiden lassen und ich durfte ihn auch nicht mehr besuchen. War diese Tat jetzt und der Selbstmord Ihres Freundes dieser Schicksalsschlag, von dem Sie uns eingangs erzählt haben oder nur sagten, es sei ein Schicksalsschlag gewesen, der Sie auf die Straße gebracht haben? Ich habe dann angefangen zu trinken. Ich habe mein ganzes Geld versoffen. Nichts blieb mir mehr. Ich bin von der Uni geflogen. Einen Dozenten auf der Uni wollte man nicht haben, der mit einer Fahne rumläuft. Mir blieb nichts mehr. Und sie hat ihre Mutter ins Heim abgeschoben, haben Sie mal irgendwann gesagt. Sie waren doch damals schon 16, wenn ich richtig verstanden habe. Ja, meine Mutter ist damit überhaupt nicht klargekommen. Und sie wollte mich nicht auch noch mit runterziehen. Und dann hat sie mich ins Heim abgegeben und seitdem ist sie spurlos verschwunden. Ich habe sie überall gesucht und gesucht und ich habe keine Ahnung, ob sie überhaupt noch lebt. Und du bist dann alles schuld. Ich war so schockiert, wo ich die Todesanzeige von deinem Vater in der Zeitung gelesen habe. Herr Dr. Schäfkes, haben Sie die Angeklagte an diesem 4. Januar das erste Mal nach langer Zeit wiedergesehen? Ja, ich habe sie am Bahnhof gesehen. Das war wie ein Wink des Schicksals. Ich wollte mein Gewissen erleichtern. Ich wollte ihr alles sagen, wie es war. Ja, schön für dich. Ich war darauf überhaupt nicht vorbereitet. Mir ging es sowieso schon total schlecht an diesem Tag. Haben Sie deshalb Dr. Schäfkes zusammengeschlagen, zusammengetreten? Ja, habe ich. Es kam alles wieder hoch. Ich musste an damals denken und ich konnte nicht anders. Bernhard, es tut mir leid, ich konnte dir die Wahrheit nicht sagen. Charlotte, ich wusste ja nicht. Noch Fragen an die Zeugin Born? Nein. Samt Anhang bleibt unverändert. Nein, auch an den Anhang nicht. Nehmen Sie bitte hinten Platz. Werden Anträge gestellt? Nein. Schließlich die Beweisaufnahme, Staatsanwalt Römer. Frau Vorsitzende, die Angeklagte macht es sich viel zu leicht. Ich konzediere, sie hat einen schweren Start gehabt ins Leben. Mit 16 so ein Schicksalsschlag. Aber sie sind kein Kind mehr, sie sind eine erwachsene Frau. Sie haben sich dafür entschieden, natürlich ist man hinterher immer ein bisschen schlauer, alles zu verdrängen, irgendwie zur Seite zu packen und ihr Leben auf einer Lüge und auf mehreren Lügen aufzubauen. Okay, was ich nicht verstehe, und das werfe ich Ihnen wirklich vor, wenn dann so etwas passiert, ich gehe auch davon aus, Frau Vorsitzende, dass das eine Affekttat gewesen ist, wusste nicht, dass sie ihm begegnen würde. Natürlich kommt in dem Moment, brennen einem da vielleicht irgendwie die Sicherungen durch, aber was ich nicht verstehe ist, dass sie in der Nachschau nicht dazu kommen, zu sagen, verdammt, das nehme ich jetzt mal zum Anlass und räume auf, ich sage bei der Polizei, was wirklich ist, oder in der Prozessvorbereitung lege ich ein Geständnis ab und ich sage, das war falsch, was ich gemacht habe. Nein, sie bleiben dabei. Sie verrennen sich in eine Selbstgerechtigkeit. Sie sehen doch bitte mal, was sie diesem Mann angetan haben. Sie leugnen und sie lügen hier weiter. Sie geben noch der Zeugin 300 Euro, um sich irgendwie rauszuwinden. Dieselbe Strategie wie vorher. Lügen, lügen, lügen. Keine Reue. Und ein ganz, ganz spätes Geständnis zum Zeitpunkt, als schon alles längst klar war. Frau Vorsitzende, ich meine deshalb, eine Freiheitsstrafe von einem Jahr ist absolut angemessen. Die ist zur Bewährung auszusetzen. Und dieser Bewährung müssen Sie sich stellen. Und dann hoffe ich mal, dass alles weiter glatt geht.
Vielen Dank, Herr Staatsanwalt Römer. Herr Rechtsanwalt Höch. Hohes Gericht, Frau Vorsitzende. Herr Staatsanwalt hat recht, wenn er sagt, dass ein Geständnis von tätiger Reue getragen werden muss. Und es wäre bestimmt meiner Mandantin gut angestanden, wenn sie das von Anfang an gemacht hätte. Aber der Fall ist etwas Besonderes. Er ist etwas Besonderes, weil natürlich auch das Motiv eben nicht ein planvolles, vorbereitendes Handeln vorausgesetzt hat bei meiner Mandantin, sondern es war eine Spontantat, es war eine Affekttat. Sie hat vergegenwärtigt, dass das die Person ist, an der sie ihr persönliches Leid, all das, was sie ertragen hat, festmacht. Und dann hat sie spontan agiert. Eine Tat, die, glaube ich, gar nicht zu meiner Mandantin passt. Und trotzdem hat sie sie gemacht und trotzdem muss sie sich dafür verantworten. Die Hämatome und Prellungen sind glimpflich abgelaufen. Es hätten viel schwere Verletzungen sich einstellen können, haben sie aber nicht. Was aber auch zeigt, mit welcher Energie meine Mandantin gehandelt hat. Um deswegen vielleicht darüber nachzudenken, ob hier nicht vielleicht ein Fall des minderschweren Falles vorliegt. Aber selbst wenn nicht, bin ich der Meinung, muss hier eine Strafe verhängt werden, die nicht die Einjahresgrenze anreißt, sondern dort drunter bleibt. Ich möchte damit nicht begründen, dass das Opfer selbst es versucht hat, dass meine Mandantin hier nicht der Tat überführt wird. Das ist kein gutes Argument, schon gar nicht rechtlich. Aber es zeigt doch die Besonderheit dieses gesamten Falles, dass das Opfer selbst fast schon es rechtfertigt hat und versteht, warum meine Mandantin so reagiert hat. Unabhängig davon, dass sie dafür verantwortlich heute hier verurteilt wird. Und deswegen beantrage ich eine milde Strafe, die unter einem Jahr bleibt, dass sie zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Dass meine Mandantin eine günstige Sozial- und Kriminalprognose hat, glaube ich, versteht sie von alleine. Vielen Dank, Herr Rechtsanwalt Höch. Frau von Steliberg, Sie haben das letzte Wort. Ich möchte nichts mehr sagen. Charlotte, wir sollten vielleicht doch noch mal über alles reden, wenn das hier vorbei ist. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Die Angeklagte wird wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von 10 Monaten verurteilt, ausgesetzt zur Bewährung und sie trägt die Kosten des Verfahrens. Bitte nehmen Sie Platz, meine Damen und Herren. Ja, das ist okay. Viele Dinge sind schon gesagt worden. Auch, dass man hier noch versucht hat, ihrerseits hier die Frau Born anzustiften und ihr noch 300 Euro hingelegt hat. Das heißt, versucht hat, anzustiften, hat sich ja auch alles aufgeklärt. Aber ansonsten hätte sich das nicht aufgeklärt oder wäre das später erst rausgekommen, hätte sie mal eben dafür mindestens 3 Monate eingefangen. Frau Schelliberg, ich kann nachvollziehen, was in dem Moment abgelaufen ist, unter einem Gesichtspunkt vor allen Dingen. Sie waren auf dem Weg zum Scheidungsanwalt. Das heißt also, sie hatte einmal angefangen, ein bisschen aufzuräumen mit ihrer Vergangenheit. Und das hat sie gleich zum Scheidungsanwalt gebracht. Und gerade ausgerechnet dieser Grund begegnet ihr dann. Sie will erst mal ganz normal 5 Euro geben und erkennt ihn dann wieder. Das muss man hier, denke ich mal, entscheidend sehen. Denn ansonsten finde ich recht wenig, was für sie spricht, um diese Tat so deutlich noch mal zu mindern. Die Mindeststrafe beträgt hier 6 Monate. Denn es waren schon ganz erhebliche Verletzungen. Und auch, dass das Opfer letztendlich nicht wollte, dass sie bestraft wird, Herr Schäfris oder Herr Dr. Schäfris genauer gesagt, ist es eine gefährliche Körperverletzung. Da kommt es auf das Wollen des Opfers nicht an. Wenn ich Sie schon mal gerade da habe, Herr Stein und Frau Born, wäre vielleicht nicht so ganz verkehrt, auch wenn man sagt, ich acker nicht wie ein Ackergaul oder wie Sie sich ausgedrückt haben. So super ist das Leben eines Abhängigen auf der Domplatte nicht, dass man nicht mal gelegentlich dran denkt, ob man das nicht mal ändern möchte. Und das gilt für Sie, Frau Born. Sie sind nicht abhängig. Auch so ein bisschen in der Richtung. Dauerzustand ist das nicht. Und was mir gefallen hat von Ihnen ist, dass Sie die 300 Euro zu einem Zeitpunkt hingelegt haben, wo wir da noch nichts ahnten und nichts wussten. Gegen das Urteil gibt es das Rechtsmittel der Berufung und der Revision einzulegen binnen einer Woche ab heute. Die Verhandlung ist geschlossen. Dr. Alfred Schäfkes wurde wegen unerlässlicher Falschaussage zu einer Freiheitsstrafe von 3 Monaten auf Bewährung verurteilt. Alle übrigen Straftatbestände waren nach über 21 Jahren bereits verjährt. Till Stein wurde wegen Diebstahls und unerlässlicher Falschaussage zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 4 Monaten auf Bewährung verurteilt.
Charlotte von Steliberg wurde in einem weiteren Verfahren wegen versuchter Anstiftung zur Falschaussage zu einer Freiheitsstrafe von 3 Monaten auf Bewährung verurteilt